Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ultima Underworld. Ja, als ich die Folge gerade beendet habe, also beim letzten Mal, ist mir gerade das Licht ausgegangen. Deswegen machen wir schnell nochmal Licht. Und verschwinden in Level 5. Was ja nicht so schwierig zu finden sein sollte. Wir sind noch auf der Suche nach drei Schlüsseln, sodass wir die Hauptkammer betreten können. Zwei von diesen Schlüsseln haben wir schon. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich muss nach Süden. Richtig? Ja, genau. Das passt. Ich glaube, hier können wir eigentlich hier bleiben. Lop. Sprung und... Ja, wo ist er denn? Da ist er. So, lasst uns kurz speichern gehen. Unter 67. Judy. So. Wir haben einen Pixar gefunden. Natürlich darf sie sehen. Wo habe ich das denn drin? Ja, was? So, ja, bitteschön. Okay. Ah, da liegt's auch. Lass uns mal das hier holen. Ist es zu weit unten? Dann springen wir einfach mal runter. Macht ja nichts. So. Hallo? Jetzt. Hier, der Schlüssel der Liebe. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Schlüssel zusammen. Ah ja, und die können wir auch zusammenfügen. So. Wir haben den Schlüssel der Infinity. Ich erinnere mich noch dran, wie wir an dieses Mantra Infinity gekommen sind. Lang scheint es schon her zu sein. Na gut. So, jetzt nachdem wir das haben, können wir dieses Grab suchen von... komm mal jetzt da nicht hoch. Das wäre unschön. Aber wir kommen da definitiv hoch. Wir können ja zum Glück zaubern. Es scheint so, als müsste ich das hier sogar machen. Andererseits... wir sind doch auch schon über höhere Sachen rübergekommen. Das ist mir zu blöd. Uspor. Hui, jetzt springen wir wache Dinger hoch und kommen immer noch nicht hoch. Krampf. Ja, glaube ich. Das nächste Mal nehme ich einfach einen Flugzauber. So, jetzt aber. Gut, hallo, kleiner Ghoul. Wir gehen hier nach Norden, da kommen wir nämlich auch zu den Grabkammern. Es ist nur die Frage, das richtige Grab zu finden. Viele waren ja leider nicht beschriftet. So, hier sind die Grabkammern. Ich erinnere mich, dass die meisten, wie gesagt, nicht beschriftet waren. Wir fangen mal von oben an, hätte ich gesagt. Die unten waren, glaube ich, alle nicht beschriftet. Die habe ich vielleicht beschriftet. Was ist mit dem Grab? Da haben wir es doch gleich. Gachlamon. Da haben wir das Grab doch schon. Welches war es denn? Ja, das hier. Okay, gar nicht mal so schlecht. Badam, badam, speichern. Ich wusste nur, dass die unteren Gräber alle fast ziemlich viele keine Namen hatten. So, Knochen, Knochen, Knochen. Wo habe ich denn die Knochen jetzt wieder hin gesteckt? Da. Okay, es scheint geklappt zu haben. So.
Jetzt können wir auch mal richtig mit ihm endlich mal reden und nicht nur, dass er uns in den Träumen heimsucht. Wir müssen ein Tor öffnen. In der Nähe, wo dieser Kreatur beschworen worden ist. Deswegen haben wir ja auch schon mal den Schlüssel. Und wir müssen ihn zurückbringen. Und wie öffnet man so ein Tor? Dazu brauchen wir sehr viel magische Energie. Wir müssen sie sorgfältig aussuchen. Was für Qualifikationen braucht denn das Ding? Okay. Können wir nochmal mit ihm reden? Ah ja, da ist er ja. So. Geht leider nichts mehr. Ich hätte nämlich gerne noch das andere Gespräch gemeint gehabt. Wir müssen was vorschlagen und ich denke, ich wüsste auch, was stark genug wäre. Wir haben doch diese Artefakte, diese Talismane. Diese 8 Stück. Von jeder Tugend eine und das ist eigentlich sehr machtvoll, denke ich mal. Artefakts? Okay. Vielleicht Talisman? Ja, okay. Talismane gehen. Ja, wir müssen diese gespeicherte Tugend freilassen. Und we must find some lantern. Okay. Wie lassen wir sie frei? Ich würde sagen, das könnte so sein wie in Herr der Ringe. Wir schmeißen sie einfach ins Feuer, beziehungsweise in die Lava rein. Für mich würde sich das Sinn ergeben. Es scheint sogar zu klappen. Es ist wie in Herr der Ringe. Wenn du ein mächtiges Talisman zerstört haben willst, schmeiße es in die Lava. Diesmal nicht am Schicksalsberg, sondern im Abyss. If all items in the volcanoes, I could ride the wave on the vortex. Okay. Natürlich. Make haste to the lowest place. Ja, da wollen wir hingehen. Und dann werfen wir die 8 Talismane rein in den Abyss. Und dann geht das Tor auf. Alles klar. Sehr schön. Damit haben wir doch einen Plan. Und ich würde sagen, wir reisen zurück. Gate Travel, Fasrelpor und wir sind wieder da. Jetzt muss ich mal schauen. Wo ging's denn? Ach, hier ging's runter. Hier im Süden müssen wir runter. Alles klar, dann lasst uns mal nach Süden gehen. So, und hier müssen wir.
Naja, da können wir jetzt darüber gehen. Wenn wir darüber springen, können wir. Weil wir können eigentlich auch so lang da laufen. Da müssen wir nicht springen. Dann machen wir das doch einfach mal so. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich angegriffen. Haben wir das Medaillon noch? Der hat anscheinend da noch nichts mitgekriegt. Hier ist es. Okay. Der hat von unserem Ausbruch und alles noch gar nichts mitgekriegt. Ja, es soll uns recht sein. Dann kommen wir auch hier durch. Hier darf er ruhig zumachen. Wir haben ja schon einen Gang hier im Süden. Dann müssen wir wahrscheinlich durch die Mine gehen, oder? Das war doch durch die Mine. Ja, genau. Na. Jetzt. Gut. So, hier müssen wir, glaube ich, hier lang, hier lang, hier lang. Stimmt es auch, was ich sage? Ja, genau. Hier nach Süden. Und jetzt hoffe ich, dass der Geheimgang noch offen ist. Er ist offen. Perfekt. Dann kommen wir doch relativ schnell. Hier runter. Und hier. Gehen wir auch runter. Ich will jetzt nicht unbedingt springen, das muss ja auch nicht sein. So, und hier sind wir. Dieses Tor kriegen wir jetzt auch auf. Und danach geht's los, dass wir die Artefakte da reinschmeißen müssen. So. So. Gut. Dann lasst uns mal dieses Tor öffnen. Perfekt. Und die hier müssen rein. Okay, das ist er also. Was mich jetzt interessieren würde, ich glaube, ich kann ja hier nochmal speichern. Können wir gegen den kämpfen? Passiert da was? Tatsächlich. Aber ich glaube, das werden wir nicht überleben. Ja. Das dachte ich mir schon. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich weiß, dass es eine extrem beschissene Idee gewesen ist. So. Dann lass uns die Kerze reinschmeißen. Kelch reinschmeißen, das reinschmeißen, das hier, perfekt, und unsere Waffe. Hui, 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 hui. Wow, wir müssen uns beeilen. Und ganz kleiner Moment, da machen wir mal kurz Pause rein. Erinnert ihr euch noch an die Kristallkugel, die was erzählt hat, dass der grüne Pfad zurück nach Britannia oder in unsere, beziehungsweise oder in unsere Welt führt? Wir haben ja verschiedene Pfade. Wir folgen einfach den grünen Pfad, wie wir es in der Dings gesehen haben. Und da beeilen wir uns mal ein bisschen. Weil der Kerl hängt hinter uns dran. Und wir kriegen hier modsmäßigen Schaden. Okay. Vielleicht. Oh, da kommen da auch noch. Ich glaube, ich hätte auch noch einen Heilzauber vorbereiten sollen. Fast in Money. Nee, Fast in Money. Das ist auch falsch. Laufen und es auszuwählen ist nicht immer einfach. Okay, und es hat sowieso nicht geklappt. Vielleicht kann man hier auch gar nicht zaubern, das weiß ich auch nicht. Kann sein, dass wir gleich nochmal neu laden müssen.
weil wir sollten... Ah, guck mal, da ist ein Portal. Und durch. Aber das war knapp. Und es scheint rausgekommen zu sein. Sehr schön. So, und damit haben wir Ultima Underworld durchgespielt. Ja, es ist doch schön, dass auch, dass er seine Power, seine Macht dazu benutzt hat, noch ein Portal zu machen, damit die ganzen Insassen hier entkommen konnten. Auch wenn ich nicht so sicher bin, ob diese Wahl, wo sie sich jetzt angesiedelt haben, besser ist. Gerade in den nächsten Dungeon. Naja. Aber sie leben wenigstens noch. Und haben diesen Vulkanausbruch unbeschadet überstanden. Und auch wir sind entkommen und wahrscheinlich mittlerweile schon wieder auf dem Weg zurück in unsere Welt. Ja. Okay, also diese Statistik war jetzt nur sehr, sehr schnell zu sehen, so dass man gar nichts erkannt hat. Aber naja, gut. Ich werde beim Rendern sie für euch einfach nochmal reinschneiden. Hier kommt jetzt eh nichts mehr. Dann könnt ihr sie euch, wenn ihr wollt, jedenfalls in Ruhe anschauen. Gut. Dann würde ich sagen, war das das Let's Play von Ultima Underworld. Und ich muss sagen, es ist doch ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel geworden. Also, mir gefällt es unheimlich gut. Auch wenn es nur in Englisch ist, fand ich, dass es sich doch... sehr gut gespielt hat und man es sehr, sehr gut verstanden hat. Und man hat auch keine Vorkenntnisse gebraucht von anderen Ultima-Teilen. Auch wenn es ziemlich cool war, nochmal in den Abyss zu gehen, in den wir ja das letzte Mal in Ultima 4 drin gewesen ist. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Gut, dann beenden wir mal diese Folge und damit dieses Let's Play. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.